So, herzlich willkommen, alle Freunde, Abonnenten, neue Besucher, was auch immer. Ich werde mit diesem Video eine Tutorial-Reihe anfangen für Visual Basic Design, sozusagen Software Design. Wir werden damit erstmal in dieser Episode behandeln, wie man Button, Mouse-Over und Klick-Effekte erstellt und dafür noch die Sprites erstellen. Und in den nächsten Tutorials wird es dann noch geben, wie man zum Beispiel, ich kann das jetzt mal an einem Beispiel demonstrieren, dieses Programm Game Booster hat das ja schon umgesetzt. Da haben wir hier oben zum Beispiel eine eigene Reihe, eine eigene Menübar, Leiste hier. Nicht so die standardmäßige, wie wir sie hier auch von Visual Basic kennen. Sondern halt diese eigene graue, dann halt mit den eigenen Buttons hier, die dann eben auch diese Mouse-Over-Effekte haben, genau wie dieser Button, der hat auch einen Mouse-Over-Effekt, so wie diese anderen auch. Außerdem, wie wir die Form dann trotzdem hier noch resizen So, das heißt, wir werden natürlich auch wieder mit Bildbearbeitungsprogrammen arbeiten und ich nehme dazu wieder Paint.net. Ihr könnt natürlich auch Photoshop nehmen, GIMP oder andere Programme, die Transparenz unterstützen. Das mit den Mouse-Over-Effekten ist ganz einfach. Und zwar gehen wir in unser Visual Basic. Und da erstelle ich mal ein neues Projekt. Und ja, das lasse ich mal laden und nenne das Ganze Design-Projekt. Design-Tutorial-Projekt. So. Ja. Mal eben laden lassen. So, hier haben wir jetzt mal unsere Beispielgröße für unsere Anwendung. Und hier nehmen wir jetzt schon mal die Größe, die wir hier drin finden werden. Und die ist 515 zu 436. Das heißt, wir gehen jetzt mal in unser Bildbearbeitungsprogramm und erstellen ein neues Bild. Zwar, das war 515 und 436, glaube ich. Ja. Und können. Nein, 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 nein. So. Und können uns hier jetzt erstmal das auslöschen. Und können uns hier jetzt mal erstmal so einen Hintergrund anfertigen. Ich mache jetzt zum Beispiel mal schwarz in ein etwas dunkleres Grau, einen Farbverlauf. So irgendwie. So finde ich das recht gut. Und das speichern wir dann einfach. Und zwar nehmen wir dafür mal einen extra Ordner. Den nenne ich jetzt zum Beispiel mal, wie heißt, ja, Design Tutorial Projekt. Und da speichern wir das jetzt mal rein als Form 1 BG. So. So, jetzt müssen wir einfach wieder in unsere Form hier gehen und gehen dann hier mal auf Hintergrund, auf Background Image. Und das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen anders machen. Wir gehen mal in unser Projekt rein, dann in die Ressourcen und gehen dann hier auf diesen kleinen Pfeil neben Ressourcen hinzufügen und gehen dann auf vorhandenen Datei hinzufügen. Und da erstellen wir uns jetzt hier mal, da fügen wir jetzt mal hier diesen Hintergrund hinzu. Form 1 BG, so. Im Form Load Ereignis gehen wir dann erstmal me.background image ist gleich my.resources.form 1. Unterstrich BG. Das heißt, wenn wir das starten, sollte logischerweise ganz normal hier der Hintergrund so sein. Das ist jetzt natürlich noch nicht viel, dass wir erstellen uns jetzt hier erstmal den Button. Und zwar
setzen wir jetzt hier so einen ganz normalen Button drauf. So. Ich würde mal sagen so. Und den nenne ich jetzt zum Beispiel mal Test. Oder ich lösche einfach mal hier den ganzen Text raus. Nehme einfach mal hier so den Button. Und gehen jetzt hier mal in den Code vom Button rein. Ah ne, erstmal gehen wir wieder in unser For-Loop-Ereignis und da schreiben wir jetzt mal ein with, nämlich with Button 1.flat appearance und dann Punkt border color gleich color.black Punkt border Quatsch border size 0 und dann noch Punkt Maus down back color gleich color Punkt transparent und das gleiche auch für Maus down Maus over black color Punkt transparent. Dann müssen wir den Button noch hier Flat Style auf Flat stellen. Und wenn wir das Ganze debuggen, sehen wir den gar nicht. Ja, jedenfalls sehen wir ihn hier noch. Aber wir gehen jetzt hier mal auf. Wir gucken erstmal, wie groß der wieder ist. Und zwar haben wir hier die Größe 123,30 und dann gehen wir wieder in unser Bildbearbeitungsprogramm. 123,30. Und wir stellen uns hier jetzt erstmal einen Button. Das heißt, wir wählen uns jetzt hier mal so das abgerundete Rechteck aus und können jetzt hier zum Beispiel mit Schwarz wir müssen aber hier noch eben hier oben und nur Formkontur zeichnen gehen und ziehen das hier nochmal. Ja, ein bisschen dicker muss es schon. Sagen wir mal 3. So sieht das auch recht gut aus. Und dann füllen wir das Ganze mal oder wählen erstmal hier mit dem Zauberstabwerkzeug hier das alles aus. Gehen mal genau so. Ziehen dann einen Farbverlauf, zum Beispiel hier wieder von Schwarz in dieses Grau wieder von oben nach unten runter. So. So. Und das Ganze müssen wir dann noch hier so ein bisschen anpassen, weil das Ganze seine schlechte Auflösung hat. Also halt nur diese 123 mal 30. Deswegen müssen wir das hier nochmal eben kurz anpassen. So, nehmen wir mal hier, zeichnen die hier nach. Schalte gleich wieder ein, wenn es fertig ist. So, und fertig ist das Ding. Und jetzt zeichnen wir hier nochmal eben mit unserem Texttool ganz klein unsere Schrift drauf. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal beispielhaft hier dieses Neonblau als Primärfarbe und schreibe zum Beispiel Start. Nehmen mal hier, was ist denn mal gut? Kalibri ist doch immer schön. Nehmen wir mal Kalibri. So. Noch ein bisschen größer. So. Das nehmen wir hier jetzt mal so. Vielleicht noch ein kleines bisschen größer. So, jetzt haben wir hier unseren Startbutton. Den speichern wir jetzt mal eben als PNG-Bild wieder und nennen den mal Button 1 Maus up. So.
Dann nehmen wir hier noch mal das gleiche. Dass wir hier den Startbutton ziehen wir hier so eine Linie drunter. So. Ja, das ist zu dick. Dann nehmen wir 2. So mag ich das. Das speichern wir dann als. Obwohl, da ziehen wir, machen wir nochmal eben etwas. Da gehen wir eine Ebene noch drauf und ziehen einen zarten Farbverlauf hier von oben in weiß. Ja, wir machen das nur mal am besten. Probier es mal so. Ihr müsst natürlich ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache jetzt natürlich auch nur ein Beispiel-Button. Ihr könnt natürlich einen Button machen, wie ihr es wollt. So, das war jetzt ein bisschen laut. So mag ich das. So, und das speichern wir jetzt als Button Mouse Over. Wieder als PNG-Bild. Und dann löschen wir einmal die Ebene hier oder gehen am besten das hier, kopieren wir uns mal eben in ein neues Bild und gehen mal ganz oft zurück, bis wir am Ende den Farbverlauf rückgängig gemacht haben. So. Und ziehen den Farbverlauf diesmal wieder so in die entgegengesetzte Richtung. Also so. Eben hier so ein bisschen verbessern. So, und da kopieren wir jetzt ins das Bild. Auf. Jetzt muss ich hier eben nochmal eben wieder die ganzen Sachen ausbessern. Und so, das habe ich eben wieder gemacht. Und dann ziehe ich jetzt hier wieder einen Strich drunter. Obwohl, nee, den lasse ich einfach weg. So, das speichere ich jetzt wieder als Maus down. Und natürlich wieder als PNG. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst muss ich das nämlich gleich noch zweiteilig machen und da habe ich nicht so viel Bock drauf.